Hellas und willkommen zurück im Pepem 172. Ich bin der griechische Captain und wir sind in Runde 60. Und was sehen wir dann gleich erstmal? Piratenschiffe sind in die Gewässer von Athen gefahren. Wie gut, dass ich hier meine Schiffchen, meine Fischfelder noch nicht bewirte. Werden wir gleich mal einen Fernangriff aufstarten. So, zack. Ups, jetzt sieht man gar nicht, was draus geworden ist. 30 Schaden immerhin. Damit ist dieses Piratenschiff schon fast weg. Das wird sicherlich abhauen, damit ich es nicht vernichten kann. Aber wir werden sehen. Was sehen wir sonst noch? Polen ist wieder mit Samarkand verbündet. Damit kann ich jetzt erstmal keinen Frieden schließen. Offensichtlich macht er hier Einheiten weg. Barbareneinheiten. Da ich hier kein Barbarenlager sehe, beziehungsweise hier die rüberkommen, aber ich glaube, das sind die nicht, muss vielleicht noch hier unten irgendwo was sein. Also vielleicht geht es da ja doch noch weiter. Und die Einheiten befinden sich da drunter. Aber das werden wir jetzt gleich mal feststellen, nachdem wir erstmal die weiteren Ereignisse gesehen haben. Sparta möchte gern Gewürze haben. Okay, wo kann ich denn Gewürze herbekommen? Gewürze, Gewürze. Finde ich die hier irgendwo? Von ihm kriege ich Zucker. Gewürze, Gewürze. Keine Ahnung, wo Gewürze sind. Hier kriege ich sie auch nicht, da sind sie auch nicht. Vielleicht sind die ja gar nicht da. Ach toll, ein Feiertag, der lange nichts wird. Was haben wir noch? Die Stadt Korinth hat jetzt einen zweiten Bürger. Ja, und da haben mich einige ja zu Recht hingewiesen. Ich hätte doch mehr Micromanagement machen können. Dann hätten die nämlich diesen hier gekriegt und ich hätte zwei Hämmer sogar mehr bekommen. Naja, hätte ich 13 anstatt 11 Hämmer gehabt, okay. Wer weiß, ob das noch ausschlaggebend ist. Wir beenden jetzt erstmal hier den Steinbruch. So. Damit ist schon mal die Rundenzeit vom Mausoleum extrem runtergegangen. Und ja, den zweiten Steinbruch werden wir hier auch... Wir nehmen den da oben. Den zweiten Steinbruch werden wir hier auch aktivieren. Und natürlich... Und jetzt kommt das... Wir werden hier die Steinwerke bauen. Zack. Einmal frühe Steinwerke und schon haben wir nur noch 16 Runden, bis das Mausoleum fertig ist. Und es wird sicherlich noch ein bisschen schneller gehen, weil der Bautrupp hier ja auch noch ganz schnell dort und dort diese Steine anbinden tut. Dann ist es nochmal schneller. Ist jedenfalls effizienter, als wenn ich jetzt hier noch einen Bau... Also einen Wald rode. Dann habe ich wenigstens die Steine, dann kann ich 2, 3, 2, 3, 2, 3. Und dann wird das eine richtig schöne Produktionsstadt. Und hier auch nochmal 2, 3. Da hätten wir 1, 2, 3, 4 Felder, die 3 Produktion bringen. Ja, wunderbar. Jo, was machen wir denn als nächstes? Ja, wir gucken mal nach dem General hier oben. So, wie ich erwartungsgemäß genannt bekommen habe, hier gibt es einen hundischen Bautrupp, der auch schon ziemlich... Achso, den habe ich ja angeschlagen. Den habe ich ja mal angeschossen. Stimmt. Und er sagte mir, dass dort... Sagt er mir das oder hat er mir ein Bild geschickt? Sagt er mir das? Muss ich mal überlegen. Auf jeden Fall weiß ich, dass dieser Bautrupp hier durch eine Einheit von The Q, von dem Polen, bedroht wird. Das bedeutet, von dort, von dort, von dort, von dort, von dort oder von dort kann da einer wohl hinziehen. Also ziehen wir unseren großen General nicht darüber und wir ziehen ihn zurück in die Stadt. Dann wird er halt in der Stadt ein bisschen ausharren müssen, bis die Situation sich mit dem Polen bereinigt hat. In der Zwischenzeit schauen wir einfach mal, wie es so weiterläuft. Jo. Jo, was machen wir als nächstes? Barbarenjagd ist angesagt und zwar Barbarenjagd hier. Dieses Lager will ich jetzt endgültig mal auflösen. Es nervt nämlich und es soll nicht ständig hierhin. Ist zwar eine Chance, Kultur zu generieren, aber das mache ich lieber später nochmal. Jetzt brauche ich erstmal, zack, die 16 Goldstücke davon. Dann ist es nicht so teuer gewesen, dass ich das eingenommen habe. Und das bisschen Kultur habe ich auch gekriegt, also noch 7 Runden. So, und jetzt ziehen wir mit unserer Begleitkavallerie nämlich in Richtung Polen. Aha, hier sind zwei Barbarengaleeren. Ja gut, die können ja Samarkand ruhig angreifen. Oder hier vor die Runde von... hier vor die Tore von Korinth fahren. Dann können sie da wenigstens auch beschossen werden.
Ja, was machen wir denn jetzt hier? Wir machen mal so. Und jetzt machen wir so ein Grad. Oh, da ist ja noch einer. Also, oh, und angeschlagen. Das heißt, die Stadt hat schon ganz gut was gemacht. Da ist keiner, da ist keiner, da ist keiner. Ziehen wir auf dieses Feld. So, nicht direkt daneben. Dann würde der Stadtstaat uns sehen. Und es würde uns auch Polen sehen. Deswegen machen wir das nicht. Wir ziehen mal dorthin. Ja, was machen wir jetzt drüben beim Polen? Hier bei dem Guildfort. Wollen wir ja erstmal gleich mal ein bisschen gucken. Und wir sehen, aha, einmal rübergesetzt. Hier sind keine Einheiten drin. Dahinter auch nicht. Da ist eine Einheit. Und wenn man sich mal anguckt, wo die hergekommen ist, ist er mit der Einheit entweder von da oben hier runtergefahren und dann wieder zurück. Oder ist er hier 1, 2, 3, 4 gefahren. Das würde auch passen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ne, 1, 2, 3, 4. Also entweder hat er es gerade in der Hauptstadt gebaut oder er hat hier oben doch noch Einheiten gehabt, die er so langsam runterzieht. Würde ja dazu passen, dass er in Kabul ja jede Menge Einfluss generiert. Ja, immerhin 177, mehr als ich. Also 117 hat er. Mhm. Fast doppelt so viel als Zerbrauch. Na gut. Wir spionieren einfach nochmal ein bisschen weiter hier. 2. Okay, da hinten ist auch nichts. Die Berge sind auch immer noch frei. 3. Da ist auch nichts. 4. Mhm. Da hinten ist außer dem einen auch nichts mehr. Na gut, dann. Und Feuer frei. Angriff. Jawohl, 59 Schaden. Nächste Runde ist er weg. Da kann er so viel wegflitzen, wie er will. Streitwagen von The Q. Du bist weg. Du kannst nämlich nicht ausweichen. Du kannst dorthin. Du kannst dorthin. Du kannst dorthin. Du kannst dorthin. Oder du kannst vier Felder halt nach da oben. Du bist futsch. Jo, und was machen wir hier? Wir sorgen dafür, dass hier eine Einheit über den Fluss geht. Wenn ich ihn da hinstellen würde, würde das sehen, weil die Grenze verläuft nämlich so. Also ziehen wir ihn mal da oben hin. So. Und den ziehen wir hier hin, damit wir das halt alles im Blick haben. Kommen wir zum Hauptschlachtfeld. All unsere schönen Einheiten hier. All unsere schönen Einheiten. Das ist eine Einheit mit ignoriert Geländekosten. Ja, die können wir mal hier hinstellen. Dann können wir noch eine Einheit. Hä? Wie machen wir das denn jetzt? Wo wollte ich denn die eigentlich hin tun? Wollte ich die hier vorne hinsetzen? Yep, die wollte ich da hinsetzen. Hopliden dorthin. Halten wir ihn mal fest. Die zweite Einheit dorthin. Beziehungsweise, ja, dorthin, genau. Und die nächste Einheit dorthin. Und den General ziehen wir dorthin. So habe ich es, glaube ich, gemacht. Damit wir dann mit den Einheiten hier diesen drei Bogenschützen und dem Hopliden angreifen können. Und natürlich mischt dann hier die Begleitkavallerie von hier die Seite noch auf. Für den Fall, dass uns jemand in die Flanke fällt, können wir dann hier nämlich so 1, 2, 3, 4, 5 machen. Oder 1, 2... So. Baut hier irgendwer was? Hier hat doch irgendwer was gebaut, oder? Nee. Hat nichts mehr gebaut. Okay. Sieht man jedenfalls nicht. Naja. Alle anderen Einheiten hier ziehen direkt mal gegen die Hauptstadt. Denn da unten Star from Unlalfal, die Stadt werden wir auflösen. Also, die ist zwar jetzt auf Stadtgröße 5, aber egal was die für Gebäude drin hat. Kulturgebäude werden ja eh zerstört. Die werden wir auflösen. Das... Und das sind die einzigen sinnvollen Felder, oder 1, 2, 3. Und was ich machen werde, ist auf jeden Fall die Stadt um... Ja.
direkt auf das Marmor zu setzen. Ich werde eine Ersatzstadt bauen und direkt auf das Marmor setzen. Dann habe ich nämlich dieses Wild direkt im Feld. Habe diesen See, mit dem ich hier nochmal ordentliche Farmen hinbauen kann. Nicht direkt an den See, sondern hab dann Farmen quasi. Der See bringt mir eh nur so viel, dass der See quasi mir erlaubt, einen Garten zu bauen. Aber ich sag mal, den Garten will ich gar nicht bauen. Ich will hier in Ruhe da das Geld kassieren, ein bisschen Produktion machen. Das Eisen will ich reinnehmen. 1, 2, 3 habe ich nämlich dann auch drin. Wenn ich will, kann ich vielleicht noch hier unten die Pferde abknapsen. Ja, mit einer Zitadelle hier. Dann habe ich wenigstens die Pferde auch noch drin. Aber am wichtigsten ist, ich habe hier den Berg Sinai dann drin. Und der gibt mir 8 Glauben und das ist wichtig. Die 8 Glauben sind wichtig. Jo, alle anderen Einheiten hier, der kann sich nach dort begeben. Jo. Und die anderen hier, der und der und der, die müssen einfach noch ein bisschen heilen. Eine Runde wenigstens noch und dann können sie sich auf den Weg machen. Yeah, wir haben 18 Forschung, liegen wir gar nicht mal so schlecht. 18,37, weil halt Jerusalem irgendwie so 2,37 oder so macht. Und sieht doch gar nicht so schlecht aus. Kornkammer wird gebaut, große Bibliothek wird gebaut, Mausoleum wird gebaut, Kriegsvorbereitungen sind getroffen. Hier kriegen wir 6 Eisen, hier könnten wir 6 Eisen kriegen. 12 Eisen sind doch schon mal prima. Und können wir noch Tribut fordern? Nein, können wir nicht. Und das Allerbeste, wenn ich mir das jetzt mal angucke, hier. Okay, ne. Mal drüber fahren mit den Feldern, mit der Maus. Komisch, sieht man doch sonst immer. Naja, und das Allerbeste halt, die Einheiten von The Q greifen offensichtlich unseren, Q-Aladin an. Aus Rache, weil er ihn verraten hat und sich mir zugewandt hat. Naja, das ist halt, wenn man ein komisches Spiel treibt, The Q. Schauen wir noch in die Demografie. Sieht nicht so schlecht aus. Wir sind nahrungsmäßig zwar Zweiter, also der andere hat 9 Nahrung mehr. Und das kann ja nur Mambukurt sein, der nämlich ziemlich weit oben ist. Ja, dafür haben wir halt die meiste Produktion, das meiste Geld und ja, das höchste Militär. Forschungsmäßig bin ich nur Zweiter. Irgendjemand hat 17%. Da hat wohl jemand noch mehr Technologien als ich, weil ich ja auch ziemlich stark an der Philosophie forsche, damit ich relativ schnell auf die staatliche Hochschule gehen kann, solange sie noch wenig kostet. Muss man echt sagen, solange sie noch wenig kostet. Denn momentan kostet sie einfach noch sau viel. Ja. Puh, so, sieht doch ganz gut aus. Und das wär's dann. Und wir sehen uns dann wieder in Runde 61. Hellas!